Über viele Jahrhunderte lebten und arbeiteten die meisten Norddeutschen auf dem Land. Ihre Heimat war das Dorf, umgeben von Wäldern, Wiesen und Äckern. Der Rhythmus der Jahreszeiten und die Regeln der Dorfgemeinschaft bestimmten ihren Tagesablauf. Wie sieht das Landleben heute aus? Und wie hat es sich in den letzten 100 Jahren verändert? Noch um 1900 leben in Deutschland 3 von 4 Einwohnern auf dem Dorf und arbeiten auf bäuerlichen Betrieben. Heute sind nur noch knapp 3% der Norddeutschen in der Landwirtschaft beschäftigt. Und nur jeder 5. lebt in Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern. Die Kirche. Sie steht im Mittelpunkt des Dorfes und mit ihr der Herr Pastor. Seit 20 Jahren ist Thomas Ackermann Dorfpastor im Weserbergland. Das Besondere hier auf dem Dorf ist eben doch, dass man sich tatsächlich kennt, dass man einer Vielzahl von Menschen begegnet, die man nun gar nicht geplant trifft, sondern diese Begegnungen ergeben sich halt einfach so. Und zwar angefangen von den Kindern, die ich aus dem Kindergarten kenne, oder Konfirmanden, die gerade vom Schulbus kommen, und bis hin zu den Älteren im Dorf. Früher war der Pastor noch eine ganz große Respektsperson. Man begegnete ihm wie auch dem Lehrer oder dem Bürgermeister mit sehr viel Respekt. In der Schule hatte natürlich der Lehrer seine natürliche Autorität. In der Kirche mag der Pastor das Prä gehabt haben, musste sich allerdings dann auch gefallen lassen, dass er vom Lehrer in der Kirche manchmal ausmanövriert wurde. Es gibt schöne Geschichten, gerade aus unserem Bereich hier, wie der Lehrer die Orgel spielte und dann, während der Pastor predigte, die Kirche verließ, in die Kneipe ging, um was zu trinken, und der Pastor erst weiter predigen konnte, wenn der Lehrer zurückgekehrt war. Der Kirchgang am Sonntagmorgen ist Pflicht. In Festtagskleidung oder in regionaler Tracht wird er zum gesellschaftlichen Ereignis. Also ganz sicher stand vor 100 Jahren hier auf dem Dorf der Gottesdienst noch viel mehr im Zentrum des Sonntags. Bis dahin, dass es für die einzelnen Familien selbstverständlich war, dass mindestens ein Familienmitglied den Sonntagsgottesdienst besuchte. Das wurde dann in den Familien abgesprochen. Wenn andere Familienmitglieder Arbeit hatten am Sonntag, was auch vorkam, dann war aber klar, mindestens ein Familienmitglied wurde abgeordnet, um den Gottesdienst zu besuchen, sodass die Kirche dann doch immer gut gefüllt war. Geht es um Gottesdienst, Taufe, Hochzeit oder Beerdigung, dann ist der Pastor im Dorf der wichtigste Gesprächspartner. Bei anderen Lebensfragen sucht man auch mal Rat und Hilfe bei Dorfbewohnern, die über geheimnisvolle Fähigkeiten verfügen. Die Kirche war immer sozusagen doch eine Instanz. Zum Pastor ging man ja sonntags, aber von Montag bis Samstag, da gab es auch andere Leute, die man aufsuchte, wenn man Hilfe brauchte. Das waren so die sogenannten Brukas, die Beschnacker, die Besprecher, die bei allerlei Leiden und, sagen wir mal, Unregelmäßigkeiten der Seele zur Verfügung standen. Es war geheimnisvoll. Man wusste nie genau, mit welchen Mächten haben diese Menschen, die diese Fähigkeiten haben, nun Verbindung. Und welche Fähigkeiten haben sie überhaupt? Manche konnten nur einen Fußpilz
besprechen. Andere konnten Gürtelrosen wegbesprechen. Und bis in die jüngste Zeit hinein gab es unweit von hier in einem Dorf einen Menschen, der auch im ganzen Landkreis diese Besprechung gemacht hat, bis heute bekannt ist. Und ich weiß, als Junge, wenn wir so mit dem Fahrrad unterwegs waren, und ich bin ganz ehrlich, noch heute, ich fahre da ja oft vorbei, es vergeht nicht eine Vorbeifahrt, wo ich nicht dran denke, da hat mal so ein Mensch gelebt, und mir schüttelt das so ein bisschen. Friedemann Nettens ist Sohn einer Bauernfamilie, die im Wendland lebt. Den Hof der Eltern hat sein ältester Bruder geerbt. Er selbst betreibt einen Landgasthof. Jedes dieser Häuser in Sertemin war bis in die 60er Jahre ein Bauernhof. Heute gibt es nur noch einen. Von den ehemals 120 Einwohnern sind nur 50 geblieben. Und mit ihnen die Erinnerungen an alte Dorfrituale. Die Hausbänke, die haben für mich was Besonderes. Nämlich sozusagen ein Ort, wo sich die Menschen hinsetzen, wo sie Zeit haben und wo sie sich mitteilen. Und das taten sie auch abends. Sie hatten ja alle die gleiche Arbeit. Sie hatten alle die gleiche Erfahrung und mehr oder weniger die gleichen Sorgen und die gleichen Freuden. Und abends, wenn die Arbeit so halbwegs vorbei war, die Erntewagen standen irgendwo unterm Überdach oder waren in die Diele geparkt. Und auch das Gemüse war schon ein bisschen aus dem Garten gepflückt. Dann gingen die Frauen abends vor die Tür, nahmen sich oft die Himbeeren mit oder die Erbsen, die noch ausgepult werden mussten. Alles das nahmen sie irgendwie in irgendwelchen Eimern mit und setzten sich damit vor die Tür. Das machten sie sozusagen nebenbei noch. Und sie saßen da 10 Minuten, Viertelstunde und dann wussten sie, dann kam die Nachbarin, die hat auch noch ein paar Erbsen auszupeilen. Und dann setzten sie sich zusammen und erzählten sich was auf dieser Hausbank. Dann stand die Erste auf und sagte, oh, nun müde ich aber los, Heinz täuft schon. Oder Heinrich, das schleppt bestimmt schon am Sofa. Und so. Ich müde nur los. Aber sie wollte noch lange noch im Stehen, erzählte sie noch 20 Minuten. Die Männer, die hatten einen anderen Ort, wo man sich schön was erzählen konnte. Das war der Dienstleister am Ortseingang, der Kröger, ne? Die Schönheit der Landschaft lässt leicht vergessen, dass das Leben auf dem Land einst von harter körperlicher Arbeit geprägt war. Schuften von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Zeit für Erholung und Entspannung war für die Bauern früher knapp. Doch Zeit zum Klönschnack muss sein, damals wie heute. Und in jedem Dorf gibt es dafür einen Treffpunkt, den Dorfkrug. Seit mehr als 100 Jahren steht in der holsteinischen Schweiz der Ratjensdorfer Dörbskrug. Ein Gasthof mit langer Familientradition. Das ist immer eine kleine Gaststube gewesen und Landwirtschaft. Also mein Mann hat das von seinem Großvater gekriegt. Der hat sich hier eingeheiratet. Und davor, also die Eltern von Oma, die hatten das auch schon. Mein Mann hat immer gesagt, ja, Carsten war zu Kröger. Und er musste auch schon früh, ja, wie alt war, da hat er schon immer mit bedient sonntags und hat sich sein Geld verdient. Wir wurden in unserer Generation überhaupt gar nicht gefragt. Ich war der Älteste von 4 Jungs und dann hieß das, der Erste kriegt die Gastwirtschaft, der Zweite die Landwirtschaft, die anderen beiden werden versorgt und damit war das Thema durch. Inge und Carsten Lindemann, Mutter und Sohn. 1991 übernimmt Carsten Lindemann in der dritten Generation die Gastwirtschaft. Einst nur Nebenerwerb seiner bäuerlichen Vorfahren. Bis 1933 gehörte das alles dem Grafen von Westfalen. Und der Graf von Westfalen hatte, dem gehörte sowohl die Ländereien als auch das Gebäude.
Und durch die Siedlungsreform 1933 wurde mein Urgroßvater erst Eigentümer. Und er musste vorher an den Grafen und auch nachher, als er noch Eigentümer war, noch die Dienste leisten beim Grafen von Westfalen. Bis 1815 ist das Lehenswesen der adligen Güter allgemeines Gesetz. Die Bauern müssen für den Gutsherren Hand- und Spanndienste leisten, pflügen, ecken und säen. Später müssen die Bauern an den Gutsherren Geld zahlen. Noch bis in die 1930er Jahre sind die Lehnbauern dazu verpflichtet. Die Landarbeiter auf den Gütern werden vor allem in Naturalien entlohnt, häufig auch in Spirituosen. Für den Schnaps gibt es spezielle Ausgabestellen. Aus einigen entwickeln sich später die Gaststätten. Die Grafen hatten ja in ganz Schleswig-Holstein Besitztümer und hatten hier damals die Gespanne mit den Knechten und mit den Tagelöhnern. Und überall, wo der Graf, wo die Leute beschäftigt waren, hat man auch versucht, dass sie irgendwo an Schnaps kamen. Denn sonst hätten die sich ja die Zuckerrüben vom Feld gestohlen und selber gebrannt. Ich denke mal, aus dieser Entwicklung heraus hat man das damals schon so gedacht, wenn die Leute schon den ganzen Tag arbeiten und Arbeitszeit war von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dann müssen sie wenigstens auch irgendwie mal einen Schnaps haben. Und in jedem Dorf gab es eigentlich einen Meierhof, an dem die Kühe von dem Grafen standen und wo gemeinsam gemolken wurde. Überall, wo gemolken wurde, waren zig Melker, 20 Melker, dementsprechend 20 Gespanne mit Pferden. Und so waren also Tagelöhne, denn in jedem Dorf 30, 40 Tagelöhne. Und wenn jetzt eine Veranstaltung war, dann kamen die Tagelöhne aus dem Dorf, aus dem Nachbardorf und auf den nächsten Meierdorf. Und dann wurde ordentlich getrunken und sich erstmal geprügelt. Und besonders die Melker, das war ein Volk für sich. Und wenn die Melke aus Tram kam, das ist ein Dorf weiter, und einer von den Melkern nahm sich ein Mädchen von einem Ratinsdorfer Melke, dann wurden die Ratinsdorfer zusammengepfiffen und verprügelten den Trammer. Was bedeutete, beim nächsten Tanzvergnügen trafen die sich vor der Tür und gab's Revanche. Zwischen Kiel und Plöner Seenplatte hat nur Lindemanns Dorfkrug überlebt. Die Arbeit der Ratinsdorfer Bauern und das Miteinander im Dorf haben sich in den letzten 100 Jahren stark verändert. Der Dorfkrug war ja damals das Zentrum der gesamten Dorfgemeinschaft. Die Bauern, wenn sie denn Zeit hatten, spielten Skat. Der Lehrer war mit dabei, auch der Polizist und der Viehhändler. Das waren so die Leute, die, sagen wir mal, sich erlauben konnten, auch im Krug zu sitzen und Skat zu spielen. Und der Viehhändler machte seine Geschäfte mit den Bauern, natürlich vor Ort, weil er ja das Vieh abschätzen musste durch einen Griff in die Hüften oder ähnliches. Und dann wurde ausgezahlt im Krug. Da wurde kräftig gesoffen. Und natürlich auch übers Ohr gehauen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Aus einem Aufsatz von dem Sohn des Krugwirts, von einem der Söhne des Krugwirts, da sagte, der Schlachter, der schitt mein Vater immer an. Also der hat das schon von Haus aus mitgekriegt, dass der die Bauern übers Ohr haute. Das dauerte so lange, bis einer der Bauern aus dem Dorf sich eine Viehwaage kaufte. Fünfzehn Jahre lang ist Peter Holst Dorfschullehrer in Ratinsdorf. ...1959 beginnt er als Junglehrer in der zweiklassigen Dorfschule und unterrichtet Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren. Ein Lehrer musste, wenn er in einer Landschule Unterricht erteilte, ein großes Organisationstalent haben. Ich hatte 36 Kinder mit den Schuljahren 1 bis 4. Die Ausstattung war aus der Vorkriegszeit, was man daran sehen konnte, dass die Karten Deutschlands und Europas alle mit Korrekturen versehen werden mussten. Also Nordschleswig wurde die Grenze neu gezogen. Die abgetretenen Gebiete im Osten wurden mit neuer Farbe versehen. Die
Unterrichtssituation war wie in allen Landschulen, ein- oder zweiklassigen Landschulen, so, man hatte die älteren Kinder eingesetzt, um mit Jüngeren zu arbeiten. Und ich habe mich zu Beginn sehr gewundert, dass sie einen nicht mit dem Nachnamen ansprachen, sondern Herr Lehrer. Die Eltern haben zum Teil sogar erwartet, dass man erzieherische Maßnahmen, die auch außerhalb der Schule vonnöten waren, dass der Lehrer diese vollzog. Nun bedeutet das nicht unbedingt, dass man die Prügelstrafe anwandte. Also die körperliche Züchtigung war noch erlaubt bis Ende der 60er Jahre, in Bayern sogar bis 1980. Aber man nahm sie sich doch vor. Und so hieß es auch, nehmen Sie den mal vor. Übrigens ging das auch im Verhältnis zum Pastor. Der Pastor kam auch und sagte, der und der war nicht beim Konfirmandenunterricht. Nehmen Sie den sich mal vor. Der Lehrer hatte einen außerordentlich hohen Respekt. Und ein junger Lehrer, der ledig war, war im Dorf das begehrteste Heiratsobjekt. Und das wurde dann auf verschiedensten Arten und Weisen wurde einem das schmackhaft gemacht. Töchter reicher Bauern, wenn die dann einen Schulmeister kriegten, egal wie viel er wie wenig er damals noch verdiente, das war die Partie. Über die Jahrhunderte sind die Strukturen in den Dörfern gewachsen und haben sich bis in die 50er Jahre nur unwesentlich verändert. Bis dahin ist der Pastor die moralische Instanz im Dorf. Er gibt vor, was gut und richtig ist. Auch der Lehrer genießt ein hohes Ansehen. Er ist gebildet und gibt den Bauern Rat beim Umgang mit Ämtern. In der Dorfgesellschaft gibt es noch eine dritte wichtige Vertrauensperson. Der Landarzt hatte eine Position etwa gleichgeordnet mit dem Pastoren und auch dem Lehrer, der damals noch eine große Rolle spielte. Die Rolle von Pastor und Lehrer sind heute sehr viel geringer geworden. Die Rolle des Landarztes erstaunlicherweise nicht. Er wird also sehr häufig noch um Rat gefragt, auch in nicht gerade die Gesundheit betreffenden Lebensproblemen, Erbschaft, Geldanlage, all das wird man als Arzt gefragt. Ja, also der große Unterschied zwischen der Tätigkeit eines Landarztes vor über 100 Jahren und heute ist zum einen natürlich die Art, der Tätigkeiten über den Tag. Heutzutage spielt eine sehr große Rolle die Sprechstunde, die den meisten Teil des Tages ausfüllt. Früher war die Sprechstunde 1 bis 2 Stunden am Tag. Währenddessen hatte mein Urgroßvater auch noch Zeit in Ruhe, die Blumen auf der Veranda zu gießen. Heute platzt eine Sprechstunde aus allen Nähten. Es spielten die Hausbesuche natürlich noch eine sehr viel größere Rolle, weil in den umliegenden Dörfern viele Kranke auch keine Möglichkeit hatten, in die Praxis zu kommen. Auch die Krankheitsbilder haben sich natürlich deutlich verändert. Psychische Erkrankungen, Erschöpfung, Depressionen, das spielte früher überhaupt keine Rolle. Mit sowas ging man nicht zum Arzt. Matthias ist der älteste Sohn von Thomas Röpke. Seit 4 Generationen hat die Arztfamilie die Landpraxis in Tedinghausen, südlich von Bremen. Die Geschichte unserer Familie als Landärzte begann mit meinem Urgroßvater, Dr. Dietrich Röpke. Er war einer von 4 Söhnen, die von einem landwirtschaftlichen Betrieb hier aus dem Nachbarort Werder stammten. Die studierten, 3 davon wurden Ärzte und er kam dann 1894 hier in die Landarztpraxis. Von ihm übernahm dann mein Großvater, dann mein Vater in 3. Generation und seit 2002, also seit fast 10 Jahren, bin ich jetzt hier niedergelassen. Verdient hat mein Großvater nie sehr viel. Die Bauern mussten korrekt bezahlen. Ich habe Rechnungen, wo er für eine Behandlung eine Goldmark genommen hat. Das ist für heutige Verhältnisse sehr viel Geld.
Aber dafür waren sehr viele Leute, die man umsonst behandeln musste, weil sie kein Geld hatten. Es gab noch keine Krankenkassen. Einmal im Jahr wurde ein Mann rumgeschickt, der die Rechnungen kassierte. Dann war einmal im Jahr, das erzählten sie immer, war auf dem Esszimmertisch dann alles voller Geld. Der Kutscher war im Prinzip der Assistent des Arztes. Er hat ihn gefahren. Er übernahm auch die Rolle des Arzthelfers, wenn man so will, und übernahm eben auch Tätigkeiten in der Sprechstunde und vor allen Dingen natürlich bei den Hausbesuchen. Bei Zahnschmerzen wurde natürlich auch gelegentlich der Allgemeinarzt befragt und der Kutscher hielt dann die Delinquenten fest, damit der Arzt etwas besser ziehen konnte. Der war also quasi dann auch der Zahnarzthelfer mit. Mein Großvater selber machte keine Operationen. Dafür war sein Bruder ausgebildet, der in einem Nachbardorf in Brinkum praktizierte. Der kam dann mit der Kleinbahn, machte die notwendigen Operationen. Im Wesentlichen waren es Blinddarmoperationen und Leistenbrüche. Und der Zug wartete so lange, bis er fertig war und fuhr erst dann wieder zurück nach Brinkum, wenn die Operation ein glückliches Ende gefunden hatte. Des 19. Jahrhunderts versorgt sich die Dorfbevölkerung zum großen Teil selbst, aus eigener Ernte und eigenem Stall. Anfang des 20. Jahrhunderts kommen Spezialisten in die Dörfer. Bäcker, Schlachter, Lebensmittelhändler. In Güntersen betreibt Familie Dreger seit den 20er Jahren ihren Dorfladen. Neben Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs versorgen sich die Dorfbewohner hier mit Klatsch und Tratsch. Das war im ganzen Leben so, dass die Neuigkeiten im Laden ausgetauscht wurden. Das war immer so und das ist bis heute noch so. Man muss halt schauen, was man erzählt, was man nicht erzählt, was man für sich behält, was im Vertrauen erzählt wird. Das bleibt auch im Vertrauen. Und früher, also die haben uns auch teilweise schon mal scherzhaft DPA genannt, Dregers Presseagentur. Aber das ist halt lustig. Ja, so ein lustig in dem lustig. Moment. Ich finde das super. Wenn das einer sagt, fühle ich mich richtig. Also die soziale Komponente, die ist auf jeden Fall noch da. Und man sieht die Kinder aufwachsen, man sieht die Alten sterben. Und das ist definitiv auch ein Ort, wo man sich trifft. Ob man nun viel einkaufen muss, das ist ja nicht gesagt, aber definitiv... Die ältere Gesellschaft trifft sich schon gerne hier und klönt ein bisschen. Und das gehört einfach auch dazu. Und es brennt ja jedem mal was auf der Seele. Und wenn einer sagt, das erzählst du aber nicht weiter, dann tue ich das auch nicht. Absolut nicht. Dann kann ich auch schweigen. Meistens. Rainer und Helga Dreger. In dritter Generation führt jetzt der Sohn den Dorfladen seiner Eltern. Mutter Helga hat immer noch Spaß an der Arbeit und dem Gespräch mit den Kunden. Geschäftsgründer war mein Schwiegervater. Der hat 1926 ein Backhaus gebaut. Ja, und da haben sie dann einen Stubenladen angefangen, hauptsächlich mit Backwaren. Und das andere ist eben immer weiter dazugekommen. Also mit 14, als ich aus der Schule kam, kam ich hierher in den Haushalt. Als Dienstmädchen. Damals hat man noch ein bisschen Landwirtschaft. Und 1960 habe ich den Sohn geheiratet. Da wurde Grieß und Erbsen und Reis und sowas wurde noch aus Schubladen in die Tüten gefüllt zu der Zeit, ne? Also wenn man in den Laden reinkam,
war eine Verkaufstheke. Da konnte überhaupt keiner durch. Die standen dann auf der anderen Seite. Und dann mussten sie sagen, was sie haben wollten und wurden dann bedient. Gemüse gab es damals und den Kühlschrank bekamen wir auch erst etwas später. 52 noch nicht, aber ein Jahr später dann. Also das war noch nicht so wie heute mit der Kühlung. Mit der Erfindung des Kühlaggregats in den 50er Jahren wird das Gemeinschaftskühlhaus zu der Errungenschaft im Dorf. Bis dahin wurde mit Eis gekühlt. Das holten die Bauern im Winter aus Seen und Flüssen. Jede Familie hat nun ihr eigenes Kühlfach. Das schafft mehr Unabhängigkeit vor dem Kreislauf der Jahreszeiten, der jahrhundertelang mit festen Ernte- und Schlachtzeiten die Ernährung bestimmt hat. Ein entscheidender technischer Fortschritt für das Leben auf dem Land. Der Unterschied zwischen dem Leben früher hier im Dorf und heute besteht darin, dass auch die Menschen hier auf dem Lande heute eine größere Flexibilität haben. Früher war das Leben doch sehr auf das Dorf konzentriert. Ich höre das auch heute noch von Menschen, die gar nicht so alt sind. Aber selbst Ende der 40er oder in den 50er Jahren noch das Leben so erlebten, dass man eben in der Regel im Dorf blieb. Auch die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, Geselligkeit zu erleben, Feste zu feiern, das war früher aufs Dorf mehr oder weniger konzentriert, beziehungsweise auf die Nachbardörfer, wo dann auch gerade irgendwas gefeiert wurde. Schützenfest. In den meisten Dörfern die wichtigste Veranstaltung des Jahres. Die Kür zum Schützenkönig ist heute reine Traditionspflege. In früheren Zeiten winkten ihm wertvolle Preise und Privilegien. Im besten Fall war er sogar für ein ganzes Jahr von der Steuer befreit. Die Dorfkirmes, so wie man sie heute kennt, hat sich allmählich aus den Vieh- und Handwerksmärkten entwickelt. Die Märkte wurden von ganz langer Hand vorbereitet. Da traf man sich, da ging man hin und da lernte man andere Leute kennen, da lernte man das Neueste an Handwerks- und bäuerlichen Geräten kennen. Auch die neuesten Viehzüchtungen wurden da sozusagen vorgestellt. Alles das fand ja auf den Märkten statt. Viele Märkte waren über den Viehmarkt hinaus bekannt als Heiratsmarkt tatsächlich. Am ersten Tag guckte man schon mal, sprach noch nicht, aber man guckte schon mal, wer wohl so zusammenpasste. Und die Bauern sozusagen in der hannoverigen zweiten Reihe, die redeten auch schon mal ganz lose, mal mit Katrin, mit Dean Heinrich. Ne? Man guckte mal. Und deshalb ist der erste Tag als Kiekemarkt bezeichnet. Und am zweiten Tag, da ging man so allmählich zum gemütlichen Teil über. Tatsächlich öffneten die Dielentore vorne zum Dorfplatz hin. Und auf jeder Diele spielten zwei, drei Musikanten auf. Und auf jeder Diele gab es Tanz und Fröhlichsein. Und am zweiten Tag, da wurde man sich dann einig. Schalter zur Wesen, ja, und das Schalter zur Wesen, Heinrich und Katrin. Und dann beschnackten die Bauern das und dann gaben sie so ein bisschen grünes Licht bei ihren Kindern. Und dann griff der Bräutigam zu. Der Heinrich griff seine Katrin und es war der Griepemarkt. Er griff sie als seine neue Braut. Ende der 60er Jahre verschwindet eine wichtige Tradition aus dem Dorf. Hochzeiten auf dem eigenen Hof machen zu viel Arbeit und sind nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen werden Familie und Freunde in den Landgasthof geladen.
Und wie wir nachher gut im Geschäft waren, da hatten wir jede Woche mindestens eine Hochzeit. Und mein Mann war ja ein richtiger Gastwirt. Der war sehr gesellig und sehr, und das zog natürlich auch viele Leute an. Und wenn mal, ja, wenn mal mehr da waren, dann kriegte er seine Ziehharmonika her und er war auch mal richtig Remi-Demi, ne? Die Leute sind nicht gekommen, um zu essen, sondern sie wollten in Gesellschaft ein Bier und einen Schnaps trinken. Damals hatte keiner Bier zu Hause oder Schnaps. Im Dorf gibt es 5 Feste mit Musik und Tanz. Den Weihnachtsball, den Osterball, das Ernte- und das Kinderfest und den Silvesterball. Und dann kam fast immer dieselbe Kapelle, die spielten auf und sorgten natürlich dafür, dass der Tresen immer schön voll war. Also die nach 3 Musikstücken wurde dann aufgefordert, an den Tresen zu gehen oder in die Sektbar. Und es wurde wild gefeiert bis in den frühen Morgen. Wenn am Wochenende Dans op de Deel ist, trifft sich das ganze Dorf in Krug. Und am meisten getrunken wurde im Krug, wenn eine Beerdigung war. Nach der Beerdigung kamen alle in den Krug und dann wurde die ganze Nacht das Fell vertrunken. Das waren die einzigen Anlässe. Fernsehen gab es zu Hause nicht. Und wenn eine Trauerfeier war, wurde der schwarze Anzug hergeholt. Man ging zur Trauerfeier und dann in den Krug. Und dann wurde die ganze Nacht Karten gespielt bis nächsten Morgen. Das waren die Hauptveranstaltungen damals. Beginn der 70er Jahre hat auch auf dem Land fast jede Familie ein Auto. Jetzt fährt man zum Einkaufen und Ausgehen in die nächste Stadt, wo alles größer und moderner ist. Und jetzt sind auch die besser bezahlten Arbeitsplätze in der Stadt schneller zu erreichen. Der Beginn vom Ende des gewohnten Dorflebens. Für die, die auf dem Land bleiben, macht moderne Technik das Leben leichter. Früher war ja das Erreichen eines Arztes ein ganz anderes als heute. Mein Urgroßvater war einer der ersten, die hier einen Telefonanschluss hatten in seinem Praxishaus. Es wurde dann, wenn jemand erkrankte auf einem Hof, dann wurde jemand losgeschickt, den Arzt zu holen. Dann wurde nach dem Arzt gerufen, die fuhren dann per Kutsche oder per Fahrrad, wie sie dann eben hinkamen, den Arzt zu holen und der fuhr dann mit Kutsche los. Die Landärzte wurden schon immer Naturalien bezahlt. Das ist auch noch heute üblich, dass man, wenn ich über die Dörfer fahre und meine Hausbesuche mache und es hat jemand noch Hühner zu Hause oder eine Hausschlachtung, da wird der Doktor immer mitbedacht. Ich kriege also häufig mal Eier mit nach Hause oder jetzt zur Geburt unseres Sohnes einen großen Rinderbraten und Käse, alles, was so selbst gemacht wird. Die Bauern sind stolz auf das, was sie erzeugen und geben das gerne mit. Und ich freue mich besonders drüber, weil es auch eine besonders persönliche Qualität hat. Einmal kam Dirk Schulz, das war ein Bauer hier, ein kleiner Bauer aus der Nachbarschaft, und hatte einen Hahn unterm Arm und sagte: Doktor, mein Hahn hat sich das Bein gebrochen. Ja, habe ich gesagt, Dirk, der musst du ihm wohl in den Kochtopf tun. Nein, sagt er, das hat der Tierarzt auch gesagt, er könnte sonst auch nichts für ihn tun. Aber das ist mein Zuchthahn. Und dann habe ich also diesen Hahn eingegipst und das Bein ist auch wieder angewachsen. Und Dirk Schulz hat mich mit einem großen Braten sehr ordentlich dafür gelöhnt. Die zunehmende Landflucht bereitet den verbleibenden Bewohnern immer mehr Probleme.
Während die Landärzte gut über die Runden kommen, kämpfen Handwerk und Einzelhandel um die Existenz. Für mich war es eine moralische Verpflichtung, weil mein Vater halt früh gestorben war. Und ich habe dann noch eine Chance gesehen, weil ich auch zu der Zeit arbeitslos war und mit meiner Familie aus Berlin zurückgekommen bin. Und dann habe ich halt noch Getränke auch dazu genommen, was man jetzt hier nicht so sieht. Aber ohne das wäre es wahrscheinlich dann auch nicht weitergegangen. Aber Reichtümer mit so einem Geschäft, das geht nicht. Mit viel Enthusiasmus und ja, einfach dem Ort gegenüber habe ich halt eine Verpflichtung, finde ich. Und ich möchte das so bis zur Rente noch, also ich möchte es noch 20 Jahre machen, wenn ich es schaffe. Und nach mir wird wahrscheinlich keiner mehr, auch bei der Größe des Ortes, bei 700 Einwohnern, niemand mehr mit so einem Geschäft anfangen. Also aussterbende Gattung. Heute hat nur noch jedes 10. Dorf einen eigenen Laden. Und es werden immer weniger. Das Vorhandensein von Läden im Ort, das ist von ganz großer Bedeutung. Wir hatten hier in Bad Rode bis vor einigen Jahren, das sind aber jetzt glaube ich auch schon 15 Jahre her, ein Sparladen, der wunderbar war, sich aber nicht halten konnte, weil eben doch zu wenig dort eingekauft wurde. Und seitdem er nicht mehr da ist, klagen vor allem die Älteren zu Recht, dass wir nun solch einen Laden nicht mehr im Dorf haben. Aber das ist die Konsequenz davon, dass unsere Kaufgewohnheiten eben tatsächlich so beschaffen sind, dass wir alle dann in den größeren Läden einkaufen, um möglichst preiswert einzukaufen. Lehrer Peter Holst hat den Wandel des Dorflebens und das Verschwinden der Dorfgemeinschaft in seiner Schule miterlebt. Die ersten großen Veränderungen beginnen nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Der hörbare Wandel im Dorf war zunächst einmal die Sprache. Plattdeutsch war ja noch Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre die Umgangssprache schlechthin. Und die Flüchtlinge, die aus dem Osten kamen, haben ja praktisch das Dorf um das Doppelte der Einwohnerzahl vermehrt. Die Flüchtlinge sprachen, wenn sie dann aus Danzig, aus Königsberg, Breslau oder Stettin kamen, sprachen Hochdeutsch. Sodass ein langsamer Wandel auch in den Klassen vorhanden war, dass die hochdeutsche Sprache mehr Einstieg fand. Also dieser Wandel vollzog sich mit Zunahme der Radios und später auch in den 60er Jahren des Fernsehens, dass dann mittlerweile bei den Eltern auch die plattdeutsche Sprache suspekt war. Das heißt, sie war unfein, jedenfalls vermeintlich unfein. Und in dem Moment, als auch die Schulen nicht mehr in den Dörfern waren, war ein Zentrum gemeinsamen Handelns und auch Fühlens nicht mehr gegeben. Außerdem verschwanden die Handwerker, also der Stellmacher war nicht mehr da, die Meierei war nicht mehr da. Und das sind ja auch alles Kommunikationszentren gewesen. Das Handwerk spielt eben auch auf dem Dorf die Rolle, die dazu führte, dass man sich traf, dass man miteinander redete und kommunizierte. Schmied und Stellmacher, wie auch die anderen Handwerker im Dorf, waren absolut wichtig. Man hatte ja gar keine andere Möglichkeit, als wenn ein Wagenrad gebrochen war, brauchte man einen Stellmacher. Und genauso was mit dem Schmied. Ne? Der Hufschmied in erster Linie damals. Und später waren die Schmieden auch die Reparaturwerkstätten für die ersten Trecker. Gerade vor einigen Tagen erzählte mir einer der ältesten Bewohner hier,
die Bruckern ja noch nicht enden. Wir brauchten nirgends hin. Wir hatten alles im Dorf. Ne, der Schmied war da, der Stellmacher war da für die Wagenräder. Und der war auch ein bisschen Tischler, so Grobtischler jedenfalls. Ne? Und wenn man Zimmerleute brauchte, Zimmerleute kamen immer von alleine durchs Dorf. Die waren ja immer irgendwie auf der Walz. Und wozu musste man in die Stadt fahren? Nach Schmiede und Molkerei, Schlachter, Bäcker und Friseur verschwinden bald auch andere Kleinbetriebe wie Tankstellen und Autowerkstätten aus den Dörfern. Mit dem Verschwinden des Handwerks und der Betriebe Ende der 60er Jahre schwand auch das Gemeinschaftsgefüge, das vorher eine große Rolle spielte und war nur noch und ist nur noch in den meisten Dörfern über die Feuerwehr vorhanden. In den Dörfern ist es über die Jahrhunderte immer wieder zu verheerenden Feuern gekommen. Durch die Feuerordnung für das platte Land von 1784 wird die gemeinschaftliche Feuerbekämpfung zur Pflicht aller Dorfbewohner. Seit Ende des 19. Jahrhunderts werden Feuer mit modernen Maschinen gelöscht. Die Dorfbewohner müssen lernen, wie man sie bedient. Die Geburtsstunde der Freiwilligen Feuerwehr. Auch rund um das Spritzenhaus hat sich das Dorfleben in den letzten 100 Jahren verändert. Es gibt nur noch einen Ort, in dem das Idyll des Landlebens noch existiert. Also bei einem intakten Kuh, da kommt schon vieles an. Und das sind jetzt nicht weltpolitisch bewegende Geschichten. Aber der Bürgermeister kommt rein, bleibt am Tisch stehen, meldet die Gemeinderatssitzung an. Die Leute treffen sich, ob nun Feuerwehrdienst oder Gesangverein oder Schützenverein. Und der eine gibt dann aus auf seinen Geburtstag. Der nächste sagt, hast du schon Heizöl gekauft? Wie sind die Heizölpreise? Und ich denke mal, wenn in einem Dorf kein Krug ist, dann treffen die Leute sich nicht. Es ist keine Kommunikation untereinander. Und in einem dünn besiedelten Land wäre es nicht schön, wenn die Landgasthöfe alle verschwinden würden.